Jetzt nicht mehr. Ein neuer Gang. Vielleicht. Wie sollte es auch anders sein? Ich glaube, du willst einen Gefallen tun, dass du die Taschenlampe anmachst. Ja, damit die was sehen. Ja. Boah, geht das ab da draußen. Okay. Ich hab mich erschrocken, ja. Wechselst du mal die Batterie? Eher, ne? Soll ich neu mitnehmen? Ja. War klar. Streichhölzer nehme ich auch wieder mit. Batterien sind jetzt voll. Vor allen Dingen, warum liegen die da vorne? Hier sind ein paar Fackeln an, oder? Nein. Hä? Ah, da geht's noch höher. Das sieht grausam aus. Hast du gesehen? Den Schatten? Ja, aber warum war er da? Wurde jemand ermordet wahrscheinlich. Hast gesehen, ja? Aber warum ist der da? Das muss die Spiegelung von rechts gewesen sein. Boah, leg mich am Arsch. Ich hatte bestimmt meine Gründe, warum ich nicht weiter gespielt habe. Da war was, leg mich am Arsch. Der schönste Satz, den ich momentan lese. Lass es mal. Ich muss mich abstützen. Ja, Schatz, aber du drehst mich dann. Oh, wei, muss man noch Schlüssel finden, hä? Warum gibt es nicht einen Universalschlüssel? Das Gebäude ist wahrscheinlich von 1900 schieß mich tot. Aber es ist wunderschön. Ja. Ich kann jetzt nur wieder runter. Ja. Da nach rechts. Okay. Hast du alle Türen gecheckt? Ja. Hab ich irgendwas übersehen? Habe ich was übersehen? Ich weiß es nicht, anscheinend. Also dann hätte ich es auch übersehen. Das ist ja schon unmöglich. Soll ich nochmal hochgehen? Nein, da ist nichts. Sagen, das heißt wieder Roomtour. Meinst du? Mhm. Da du keine Schlüssel mehr hast. Wir bringen die Taschenlampe auch nicht. Die ist leer. Oh Leute, guck mal, wie blöd ich bin.
Wo muss ich hin? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Was habe ich übersehen? Ich war draußen wegen das irgendeinem lauten Krähen-Dingsteil da und Kinderzimmer. Ich mitnehmen? Da rechts war nichts, ne? Nein. Nein, umgekehrt. Brauche ich jetzt nicht, aber ich weiß jetzt, wo welche sind im Kinderzimmer. Ist alles sehr verwirrend hier. Und sehr verwinkelt. Bin ich unten? Du bist jetzt oben. Ich bin oben. Telefon ist noch immer da. Ist nett. Das war doch das Zimmer mit der Schatulle, oder nicht? Ich glaube, das war oben. Neben deinem Schlafzimmer. Ach Mist. Vielleicht die Schatulle jetzt mal offen. Ja, ich übersehe aber auch nichts, oder? Das ist ja die Frage. Hier komme ich jetzt gerade her, oder? Sind ja voll, ne? Vor allen Dingen gab es anscheinend in der Zeit keine Duracell-Batterie. Ja, der Verbrauch, also Verbrauch ist sehr heftig. Ach, das Zimmer wieder. Oder weil der Strom ausgefallen ist, soll ich nach draußen zu dem nachzugucken. Passiert sein könnte, vielleicht meinst du? Ja. Aber es ist ja anscheinend wirklich die. Ich gehe jetzt mal gucken im einen Zimmer mit der Schatulle. Schlafzimmer. Auch nichts. Ich glaube, ich muss wirklich mal raus, oder? Ich denke ja. War dieses Stromding, das ist denn hier links, ne? Rechts. Rechts schneller. Sollte mal laufen? Ja. Ob es jetzt passiert, wenn du läufst, oder ob es jetzt passiert, wenn du gehst. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist kein Unterschied. Vielleicht ist der Blitz ja da hinten eingeschlagen. Ich habe Angst, dass so eine Figur umkippt.
ist jetzt offen? Weiß man ja nicht. Das war ein Versuch wert. Ich bin nichts Auffälliges. Nee, ne? Ach komm, jetzt echt? Wow. Sonst gibt es doch auch immer einen Tipp. Ich bin gerade sehr ratlos. Oh ja, ich mag dich auch. Ist okay. Vielleicht kann man doch auf die Hupe drücken. Und schon ist er süß. Komm, er ist gar nicht böse. Nein. Da liegen auch noch Batterien. Brauche ich aber gerade keine. Die Tür ist noch verschlossen. Hab ich nicht angemacht? So, hier haben wir alles durchforscht. Ich habe gedacht, es gibt irgendwo einen kleinen Hinweis, aber nein. Natürlich nicht. Ich habe nur gelesen, die Blätter, dass einer das Spiel in 13 Minuten durchgespielt hat. Ist nicht dein Ernst? Ich such so lange hier und der hat das in 13 Minuten durch? Hm. Wie das denn? Er hat es einmal durchgespielt, sich alles gemerkt, wo die Schlüssel auftauchen, ist dorthin und hat das alles gelöst. Zwischensequenzen abgebrochen und. Respekt. Die ersten fünf Parts von dir sind ja schon über 1,5 Stunden fast. Ich wollte gerade sagen. Aber das ist doch dann auch kein Spielspaß mehr, oder? Es gibt Speedruns von Spielen. Das Spiel Oblivion, was eins der größten Spiele ist, die es gibt, auch von der Spieldauer und so, kann in weniger als, glaube ich, 3 oder 4 Minuten gelöst werden mit dem Glitch. Ja, wenn die Spielfiguren da schon existieren, obwohl sie gar nicht existieren dürften, dann redest du mit denen, dann kommt die Endsequenz und das war's. Aber dafür gehe ich mir doch nicht so ein Spiel holen, oder? Es gibt Spieler, die das machen. Die suchen Fehler, um das Ende zu erkennen, so gesehen. Leute, ich bin echt ratlos gerade. Das heißt wirklich, du musst in jeden Raum Ende. Da warst du jetzt nebendrin? Ja. Okay. Dein Telefon ist wenigstens noch da. Wieder.
Wetter vor allen Dingen wird immer krasser. Hast du in der Zeit die Messer weggeräumt? Was denn? Da war wieder Psst. Das ist ja immer da, wenn du da oben lang gehst. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Wahrscheinlich. Pass auf deine Streichhölzer auf. Oh! Versuch nochmal alle Türen. Erst unten, dann hoch. Das ist die ganze Zeit Kirchenglocken, ne? Ja. So. Ja, das ging auch eben ab. Ja, Leute. Der ist aber neu da. Sicher? Ja, ganz sicher. Ist für die geradeaus? Die Tür unten rechts. Bevor du nach oben dann. Das waren Mäuse. Du hast sie gerettet. Streichhölzer. Also aber. Wer hat den Spiegel so zertrümmert? Ja. Kein schönes Badezimmer, oder? Wir können es wieder nicht sehen. Hier liegt vielleicht da. Oh! Der lag da vorher noch nicht drin. Nein, oder? Nein. Okay. Dann. Stellraum? Geradeaus. Dann ist es einer der oberen. Unheimlich. Ganz oben, letzte Tür. Oh ne, da geht's ja nochmal höher. Guck mal, die Beleuchtung ist zwar nicht viel, aber reicht vollkommen aus. Okay, jetzt ist sie leer. Die lädt sich von alleine auf. Guck mal. Ich habe auf R gedrückt. Jetzt hast du. Oh, schön. Guck mal, der Schminktisch. Wie wunderschön. Was denn? Der sieht aus wie der von Ikea. Tatsache. Hier ist ein Brief. Perfekt. Die alte Clownpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Sich kaum noch an ihr vorbeizugehen. Siehst du? Ich hab gewusst, er ist nicht so dran. Es ist mir auch nur der Deckel runtergefallen. Den suchen wir aber gleich, weil ich würde gern weiterspielen. Ich kann die ganze Nacht weiterspielen. Handflug. Boah, das ist. Ach, scheiße, das war der Deckel. Ich dachte gerade, das war der Deckel. Guten Morgen. Soll ich jetzt wieder zur Clownpuppe gehen? Weil er das mit der Clownpuppe gesagt hat? Ja. Aber da sehe ich ja keinen Sinn hinter, der hat das ja eben mal mit den Krähen gesagt. Eben war auch das mit der Schaukel und es stimmte. Unten, oben ist die Clownspuppe. Oben ist die Clownspuppe, ganz hinten durch, rechte Seite, linke Tür. Ich finde das scheiße, dass die Kerzen wieder aus. Oben, unten. Ja. Unten? Oben. Oben. Leute. Nein. Scheiße, es wird immer schlimmer. Guck mal, die sind durchgebrannt. Oh, die sind alle kaputt. Ja. Das ist Kirschenleuten. Was lag da rechts auf dem Tisch? Nichts. Da ist nur die Reflexion von der Gitarre. Okay. Hier, cool. Ich dachte, das wäre ein Schlüssel. Ja, dass die Kerzen immer wieder aus sind, ist aber normal. Du gehst ja nicht pennen, ohne dass du Kerzenfeuer. Alles klar. Das ist nicht der Raum. Nee, 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 nee. Aber du hast noch einen Schlüssel. Der passt wahrscheinlich entweder auf diese Tür. Ah, nee, das ist das Bad. Die Tür rechts. Diese. Oder weiter oben. Oder weiter oben sind ja auch noch jede Menge Türen. Für irgendeine wird dieser Schlüssel wohl passen.